Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute bin ich bei Davy Dragon's Lair. Ich habe die Aufnahme versemmelt und kenne deswegen dieses Spiel schon. Also es ist ein richtig bockhartes Game, vielleicht das schwierigste, was ich jemals gespielt habe. Übertreibe ich vielleicht ein bisschen, aber es ist wirklich, es ist schon so schwer, Leute, so schwer ist es. Es ist das ganze Hintern voll schwer. ja, also, warum geht's hier? Ein nettes Pixel-Game. Ein nettes Pixel-Game. Wirklich coole Grafik für NES-Verhältnisse. Und vor allem, wenn man das Jahr bedenkt, in dem dieses Spiel erschienen ist, 1983 ist hier das Copyright, bitte. So, jetzt, wenn ich da jetzt geradeaus weitergehe, kommt eine Treppe und ich fliege runter. Okay. Das habe ich jetzt natürlich schon gewusst, aber ich wollte es euch nur zeigen. Ich gehe weiter, kommt das Zeug. Ich weiß nicht, warum ich diesen Buchstaben einsammeln soll. Ich springe. Muss schnell zurück, bevor mich der abschießt. Und runter krabbeln, 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 krabbeln. Dann schießt mich der ab. So, dann stehe ich auf. Ich stehe auf, schieße, schieße und duck mich. Ich stehe auf, schieße, 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 schieße und duck mich. Ich stehe auf, schieße, 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 schieße und ich duck mich durch. Ja, mein Fehler. Meine Schuld. Ganz eindeutig. Da drüber hüpfen. Ach, ist. Und ich bin nicht weit genug gesprungen. Okay, noch einmal. Und ich hüpfe in die Fledermaus hinein. Ich hüpfe zurück. Duck mich. Und der Drache verschwindet. Nein, duck dich doch, Drache. So, schießen, schießen, schießen. Und ducken. Schießen, 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 schießen. Duck dich, duck dich. Und nochmal. Das gleich nochmal. Und gleich nochmal. Das machen wir jetzt so lange, bis der Game Over ist. Ich weiß nicht, ob das die gedachte Variante ist, wie das geht, aber ich wüsste nicht, wie es sonst geht. Wenn es irgendwer weiß, bitte gerne in die Kommentare. Na. Es ist so super knapp immer. Okay, jetzt muss ich noch beiden Sprünge schaffen. Dann habe ich Level 1 geschafft. Okay, Konzentration. Nein, Fledermaus, stirb ein bisschen. Geh ein bisschen sterben. Nicht so früh. Geh sterben. Öff. Gut, geschafft. Ich habe das jetzt aber nur so schnell geschafft, weil ich das schon einmal probiert habe. Also ich habe das ja schon mal gespielt. Ansonsten, im vorigen Let's Play habe ich dafür gut 7 Minuten, glaube ich, gebraucht. So. 1, 2, der wirft zweimal, dann kann ich danach vorgehen. Warten. Der wirft zweimal. Warten, vorgehen. Fledermaus, Schlange, 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 Schlange. Oh, okay, falscher Knopf erwischt. Weiß nicht, ich drücke bei dem Game immer verdammt oft den falschen Knopf. Einmal, zweimal, Sternchen, weitergehen. Schlange bekämpfen. So, da, weitergehen. So, und da braucht man super Timing. Das Level habe ich übrigens noch nicht geschafft. Oh, geh weg, 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 geh weg. So. Weiß nicht, warum da automatisch spawnt manchmal dieser Gegner da. Dieses Schlossgeist oder was auch immer das sein soll. Jetzt glaube ich, kommt gleich noch ein Gegner. Ja, da ist er. Ah. Okay, 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 okay. Okay, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ah, ich habe gewusst, da kommt noch irgendwas. Ich hätte weitergehen sollen. Gut. Noch einmal. Ja, aber das Spiel ist so grottenschwer. Aber die Grafik ist wirklich gut. Alter, ich habe die Schlange vergessen. Okay, nochmal. Okay, Game Over. Jetzt müsste ich wieder von ganz von vorne anfangen. Aber weil ich auf so etwas absolut keinen Bock habe, weiterspielen möchte, lade ich mir hier mein Save Game. So. Ja, tut mir leid, Leute.
Das Spiel ist so schwer, wenn ich da jetzt ohne Safe Game spiele. Ah, ja. Falschen Knopf gedrückt. Ich, Kind einer mutterlosen Ziege. Ah, kennt das noch wer? Du Kind einer mutterlosen Ziege. Falls das noch irgendjemand nicht kennt, einfach mal die drei Amigos anschauen. Das ist ein uralter Film. Aber lustig. Wenn man auf schlechten Humor steht. Oder billigen Humor. So wie ich. Und so. Okay, warten wir. Ja, Schlossgeist. Du mal Schlossgeist. So. Unten rauf gehen. Das Timing, der ist echt schwer. So. Ja. Ist, glaube ich, kommt gleich was, oder? Ja, Schlange. Stirb. So, da. Jetzt gehe ich. Da muss ich gehen. Hüpfen. Nein. Einmal. Zweimal. Gut, weitergehen. Ich habe irgendwie Angst, dass mich gleich wieder einer überfällt. Gleich kommt was. Ich weiß nicht, dass es kommt. Fledermaus, tschüss. Brauche ich nur Fledermaus, geh weg. Nicht einfach verduften da. Come on. Ah. Geh weg. Nein. Ah. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Ich blöd, Mann. Okay, so weit habe ich es noch nie geschafft. Absoluter Rekord. Ah ja, ich habe es vergessen. Ich habe auf die Schlange vergessen. Ah je. Ja, ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich finde echt, dass es eines der besten NES-Games ist. Auch wenn ich grottenschlecht drin bin. Aber ich bin ja so einer, der auch gerne Super Meat Boy gespielt hat. Und einer, der Celeste durchgespielt hat. Also, ich mag harte Games. Den falschen Knopf gedrückt, ich Idiot. So, da. Also, harte Games mag ich, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt gut drin bin. Warum ist jetzt da jetzt keine Schlange gekommen? Keine Schlange? Habe ich sie schon getötet? Aha. Ja, Celeste durchgespielt. Das hat Spaß gemacht. Was war denn noch so schwer? V, oder wie auch immer, wie viele Vs auch immer sind. Auch durchgespielt, war auch super Game. Also ich mag schon sowas gerne. Ah, die Schlange. Ich dachte, die kommt erst ein Stückchen später. Nein! Warum man da nicht mit A hüpft? Das ist so unintuitiv. Bei jedem Nintendo-Spiel doch mit A hüpfen. Okay. Ob ich es jemals merke bei dem Spiel, dass ich mit A schieße? Das ist wie wenn ich Xbox spiele. Da verwechsel ich immer A und B. Es ist furchtbar. Genauso fühlt sich das hier an. Geh weg. Ah, zu schnell weitergegangen. Ich dachte, das geht sich aus. Ich kann einfach ein Stück durchspazieren. Alles Speedrun-Manier. Es sind noch erst 9 Minuten. Ich zock noch eins. Load State. Weiter geht's. Ja. Können Sie stundenlang machen, Leute. Und ich verwechsel schon wieder die Tasten. Das ist mir letztes Mal nicht so oft passiert. Ich weiß nicht. Es will einfach nicht in meinen Kopf, dass man mir hier mit A schießt. Jetzt habe ich dich doch eh schon getötet. So ein blöder Mist. Muss weiter vorne stehen bleiben ein bisschen. Da.
Okay. Jetzt ganz konzentriert. Durch. So, ganz weit, ganz nah ran. Und durch. Und gleich schießen. Tschüss. So, da. Geschwänzt. Auf Wiedersehen. Brauchen wir nicht. So. Und zurück, 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 zurück. Geh weg, Gespenst. So, jetzt rush ich da durch. Und jetzt muss ich die Fledermaus abschießen. Da rausspringen. Ah, komm schon. Geh komm. Ah, das ist blöd. Ich rush da jetzt durch einfach. Was meint ihr? Geht das? Ah, Schlange, 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 Schlange! Es ist so einfach und auswendig lernen. Hey, er hat gespeichert! Es hat gespeichert, das Ding. Wahnsinn, ich muss ein Safe Game anlegen. Ich muss ein Safe Game anlegen. Safe. Safe State. Ein neues Safe Game. So weit habe ich es noch nie geschafft. Bin total aus dem Häuschen. So, jetzt renne ich durch. Kommt gleich die Schlange. Ja, Schlange, Schlange. Ja, der hinten, der killt mich immer noch, der Blödmann. Aber es ist Gespenst. Weg, 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 weg. Okay, kommt da jetzt noch irgendwo ein Gegner? Ja, ja, da kommt noch einer. Warum ist er jetzt verschwunden? Weiß nicht. Ah, und ich wieder. Gespenst, 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 Gespenst. Okay. Oh, jetzt muss ich da rüber hüpfen. Oh nein, Leute, wie sollte das jemals gehen? Sind die komplett wahnsinnig? Das ist doch unmöglich. Das ist doch unmöglich. So. Der geht runter, rauf und dann so. Okay. Jetzt muss ich gehen. Hüpfen! Ah, geh weg! Wie time ich, dass ich da jetzt rüberhüpfe? Der geht einmal runter und dann rauf. Der geht einmal runter und ich gehe schon und. Ah. Jetzt noch mal probieren. Rush einfach durch und ich drücke wieder die falsche Taste. Ich spiele schon 13 Minuten, aber es juckt mich einfach zu sehr. Eins geht noch, eins geht noch. Einmal geht's noch, ich sag's euch, einmal geht's noch. Sagt mir es bitte, wenn es irgendjemanden da draußen gibt, der nachvollziehen kann, warum ich dieses Spiel cool finde. Ich wäre gern nicht der Einzige auf dieser Welt. Es ist ein relativ unbekanntes Game. Es war sogar schwer, ein Cover dafür zu finden. Ist also eher ein Geheimtipp. Ah je. Yeah. Hätte ich nicht hüpfen dürfen, wäre es vielleicht gegangen. Ja, es muss noch eins sein. Es tut mir leid. Ich habe schon gesagt, das ist das letzte, aber es muss noch eins. Eins geht noch. Gespenst fertig machen. Also das Gespenst spawnt irgendwie willkürlich für mich. Schlange, 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 Schlange. Nach hinten. Alles fertig machen da. Jetzt kommt gleich noch eine Schlange hier. Das kann ich mich noch erinnern. Hier kommt eine Schlange. Oder? Hier kommt auch noch. Ja, da ist sie schon. Gut, jetzt kommt hier nichts mehr. Jetzt kommt hier der dumme Geist. So, dann. Und jetzt muss ich da. Ich glaube, ich kann es in einem durch, oder? Na, wahrscheinlich eher nicht. Egal. Ah, nein, das geht nicht. Ich muss zuerst ganz durch sein, sonst darf ich nicht springen.
Okay. Na, ah, ich darf nicht zögern, ich muss da gleich durchrushen. Eins geht noch, einmal noch, nur noch einmal. Nur noch einmal. Ah, jetzt wollte ich nicht load state. Ist leider nicht ganz so aufgelegt mein Setup dafür, dass ich hier mich abspeichere und wieder neu lade. Schnell. So, sagen wir kurz schnell durch. Schlange. Hier. Und auch hier die Schlange besiegen. Komm, Schlange. Tschüss. Wiedersehen. Schlaf schön im Schlangenhimmel. So, da. Muss ganz nah hingehen. Und ich muss nur durch. Ich darf nicht springen, glaube ich. Ah, jetzt kommt dieser blöde Geist. Gut. Runter, rauf, runter. Gehen. Nein! Geh weg, Geist! Geh weg! Niemand mag dich. Ich gehe, wenn da gar die Spitze unten ist. Wie soll ich da rüberkommen? Ich glaube nicht, dass ich drüber krabbeln kann. Okay, das war's. Okay, jetzt. Es ist ein Schluss. Das ist jetzt mein letztes Leben, das ich hier verbrate. Schlange. Hier. Schlange? Wo ist die Schlange? Ich dachte, hätte nicht eine Schlange kommen müssen. Wo ist die Schlange? Jetzt kommt sie gleich. Schlange. Ja, blöder Geist, weg mit dir. So, da. Wie komme ich da drüber? Ich habe so das Gefühl, es geht gar nicht mit Springen. Na, ich versuche es nochmal mit Springen. Ich weiß einfach nichts besser. Ich weiß es nicht besser einfach. So, runter. Ich da überhaupt durchkomme. Ah, natürlich nicht mehr. Okay. Sagen wir, das war's. Sagen wir einfach, das war's. Das war Dragon Lair. Ein wirklich sauschweres NES-Game. Mit cooler Grafik, Sound ist okay, Leute, spielt das. Spielt das, wenn ihr keine Angst habt vor schweren Spielen, die aber nicht unfair schwer sind. Es ist nicht unfair schwer, es ist einfach nur bockhartes Auswendiglernen. Ja, danke fürs Zuschauen, danke für euren Daumen hoch, danke fürs Abonnieren, das könnt ihr da unten machen. Und wenn ihr gleich sofort mehr sehen wollt, schaut mal darüber, gibt es auch noch was. Ciao, ciao.